Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Mittwochs-Mutmacher-Interview. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gesprächspartner. Ich habe heute Irmgard Bronder eingeladen. Ganz kurz, ehe wir starten. Wer uns nicht kennen sollte, eine kurze Vorstellung, auch für die, die neu in der Gruppe sind. Ich bin die Sabine Reichert. Ich stehe für Sichtbarkeit und Wachstum im Business, im Online-Business. Da unterstütze ich zum einen Coaches und gehe dort mit rein ins Team. Und zum anderen ist mein großes Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, wenn du noch am Anfang stehst, wenn du vielleicht schon ein Business hast und das auch nicht so läuft, da möchte ich Mut machen. Und da gibt es auch hier einmal in der Woche halt die Interviews, wo ich eine erfahrene Unternehmerin einlade und ihr so Tipps entlocke, mit ihr über ihren Weg spreche und damit auch inspirieren möchte und Mut machen möchte. Ja, die Interviews verschaffen ja immer einen schönen Einblick in so ein Business und wir holen dort auch die Perlen raus, was du für dich mitnehmen kannst. Ja, heute mein Gast, die Irmgard Bronder. Herzlich willkommen, Irmgard. Ich freue mich ganz sehr, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Die Irmgard ist schon viele Jahre selbstständig, auch schon etliche Jahre im Online-Business unterwegs. Und ich glaube, die Irmgard kennt auch sehr gut dieses Hamsterrad des Selbst und ständig Tun und des ganz, ganz viel Arbeiten. Und es hat sich alles sehr viel geändert, seit sie ihrem Seelenplan folgt. Und da wird sie uns heute ganz viel berichten, weil heute lebt sie wirklich ein befreites Leben und gibt es auch an ihre Kunden weiter. Ja, Irmgard, schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Habe ich das so im Wesentlichen zusammengefasst, wie es so ist? Ja, so ist es. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sabine und liebe Zuschauerin oder Zuschauer, falls wir auch männliche Zuschauer hier haben. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf den Austausch mit dir, mit euch hier heute Abend und bin sehr gerne hier. Irmgard, bevor wir das Thema Seelenplan ansprechen, erzähl uns doch mal, wie lange bist du eigentlich schon selbstständig? Seit inzwischen 15 Jahren, viele Jahre nebenbei, weil ich viele Jahre auch eine nicht den Mut hatte. Ich komme aus dem öffentlichen Dienst, war 30 Jahre im öffentlichen Dienst. Da denkt man ja, naja, so einen sicheren Job, gib den mal lieber nicht auf. Ja. Das war der eine Grund. Es gab auch Phasen, wo ich gedacht habe, in dem Leben habe ich nicht mehr den Mut, da wirklich rauszugehen. Und zum anderen, diese erste Selbstständigkeit, wie du das vorhin ja schon angedeutet hast, war dann mehr unter dem Aspekt selbst und ständig. Jeden Monat auf ein neues zu schauen, wo kommen Kunden her. Ich hatte ja eine klassische Praxis, habe angefangen mit der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst. Klassische Praxisräume nebenbei, also ich war dann irgendwann halbtags nur noch im öffentlichen Dienst nach der Geburt von den Kindern. Und habe dann nebenbei diese Selbstständigkeit angefangen und das hat dann natürlich, ist natürlich nicht so rund gelaufen, dass ich den Mut gehabt hätte zu sagen, okay, Summe X kommt jeden Monat sicher rein und ich springe da komplett rein. Und deshalb ist das viele Jahre dann ja, zweigleisig gelaufen, bis ich dann 2015 den Sprung gewagt habe, komplett umzustellen, online-technisch. Und das hat natürlich alles verändert. Also du bist schon 5 Jahre online unterwegs. 5 Jahre inzwischen online. Also das war so ein Übergang. Ja? Ja. Ausschlaggebend online-technisch unterwegs zu sein, war mein Sohn, der damals gesagt hatte, das muss so 2014 gewesen sein. Mama, wenn ich das Abitur in der Tasche habe, dann hole ich erstmal Rucksack und Zelt und bin in der Welt unterwegs. Dann bin ich erstmal weg. Und unsere Tochter, 2 Jahre jünger, die hat dann gesagt, ja, ich auch. Und da hat irgendwas aus mir gesprochen und hat gesagt, ihr wisst ja was, dann hocke ich nicht hier im Saarland und warte drauf, dass wir uns irgendwann mal wieder hier sehen. Ich will mir auch die Welt anschauen. Ne? Also mir, mein Mann und ich. Irgendwas hat aus mir gesprochen. Und das war so, wo ich mich selbst gewundert habe, hey, was ist denn da jetzt los? Was spricht da gerade aus dir? Und ich hatte so den ein oder anderen im Internet damals schon so ein bisschen beobachtet. Und so insgeheim gedacht, wow, ist das schön, auf der Welt unterwegs zu sein. In erster Linie in Regionen unterwegs zu sein, wo die Sonne scheint, wo es warm ist.
so ein freies Leben zu führen. Das hat in mir schon ganz, ganz viel gemacht, aber ich wusste natürlich, wie soll ich denn das anstellen? Und das waren so dann die ersten Schritte in diese Richtung. Genau. Interessant. Ja, dieses Warum dahinter. Ne? Warum willst du das machen? Warum willst du es anders haben für dich? Ja. Und, aber als du angefangen hast online, warst du ja, so wie ich das, ich meine, seit 2015 kenne ich dich noch nicht, aber du warst ja doch mit einem relativ großen Bauchladen unterwegs. Ne? Du kommst ja aus dem Gesundheitsbereich, hattest viele, viele kleine Kurse. Und genau. Wie war der Start so online? Ja, also ich bin in diese Richtung Mental- und Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, so wie ich das ja gestartet hatte, in diese Richtung schon gekommen aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Also ich habe mir nicht überlegt, was könnte ich machen, sondern mal ganz kurz zu mir, Anfang 20 zum ersten Mal so das tiefste Tief meines Lebens gehabt, tiefste Depressionen. Man hätte mir aus heutiger Sicht ein Burnout diagnostiziert, den Begriff kannte man damals. Noch nicht in der Medizin, dann war es eben die Depression. Dann habe ich mich so 10 Jahre über Wasser gehalten, weil Medikamente schlucken, das war nie mein Ding. Deshalb war ich immer so ein bisschen alternativ auch unterwegs, war dann schließlich auch nichtsdestotrotz in Behandlung, auch in der Klinik außen vor, 2 Monate komplett, aber immer ohne Medikamente zu schlucken. Mich dann wieder so 10 Jahre über Wasser gehalten und habe dann einfach gemerkt, dann in der Zwischenzeit die Kinder, habe gemerkt, das geht immer wieder weiter bergab. Es geht wieder in diese Richtung, wo wieder so eine Therapiesitzung naht und das wollte ich nicht. Und da habe ich mich dann im Internet auf die Suche gemacht nach alternativen Möglichkeiten, bin so auf Mentaltraining gestoßen, habe dann die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht und habe da mal überhaupt erfahren, wie wir Menschen ticken, wie wir überhaupt funktionieren. Und habe gelernt zu unterscheiden zwischen Unterbewusstsein und Unbewusstem. Und als ich da in der Richtung mal gelernt hatte, mit mir selbst zu arbeiten, da ist dann auch der Wunsch entstanden, mehr zu wissen. So kam es dazu, die Mentaltrainerausbildung zu machen, noch ohne die mentale Ausrichtung, da beruflich was draus zu machen. Aber dann hat das Universum agiert und hat mir Menschen geschickt, die mich gefragt haben, hey, da verändert sich irgendwo was in dir. Mit dir, wir merken das, kannst du uns da helfen? Und so bin ich in diese Richtung dann einfach gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, das macht mir auch Freude, anderen Menschen zu helfen. Und bin dann aber nur mit Mentaltraining, ganz ehrlich gesagt, nicht nur weitergekommen, bin bei mir selbst an Grenzen gestoßen und habe dann viele weitere Dinge noch autodidaktisch, aber auch in Kursen und Ausbildungen noch mit aufgenommen. Wie geistig-energetisches Heilen, die Timeline-Methode, Systemstellen, Familienstellen. Ja, also ganz viele Dinge. Habe das dann so einem wunderbaren Ganzen zusammengefügt. Und so wie ich mich da in der Richtung selbst befreit habe, immer mehr von vielen Dingen, Glaubenssätzen, Mustern, Paradigmen und solchen Sachen. War ich dann eben in der Richtung unterwegs, habe dann 2015 den ersten Online-Kongress gemacht, also mich mit Online-Technik vertraut gemacht. Damals einer der größten Lebensfreude-Kongresse, die es gab. Da waren Kongresse so ein bisschen am Start oder schon ja, am Kommen, aber die meisten hatten so ein paar 20 Sprecher dabei. Meiner hatte gleich 50 Sprecher. Ich war auch immer so ein bisschen nach dem Motto unterwegs, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Das ist ein ganz großes Motto von mir, mit dem ich immer ganz gut gefahren bin. Und dann kam der zweite Kongress, der dritte und der vierte Kongress. Und so habe ich immer mehr in dieses Online, in diesen Online-Bereich reingeschnuppert und habe gemerkt, wie einfach das ist, wenn man natürlich gewisse Dinge beachtet und gewisse Dinge weiß, wie das funktioniert. Ortsunabhängig zu arbeiten, auch wenn ich damals noch ortsansässig war, aber ich habe immer mehr da reingespürt und habe immer mehr bei anderen auch mitblicken können, hinter die Kulissen, habe andere beobachtet, die da viel schneller noch durchgestartet sind als ich. Und dann ist immer der Wunsch größer geworden, durch den Impuls auch von meinem Sohn, wirklich nur noch online-technisch unterwegs zu sein. Ich habe mir aber sehr, sehr schwer getan, meine Praxisräume aufzugeben. Aber auch da hat das Universum dann irgendwann agiert. Ich habe mich bestimmt 1 Jahr lang mit beschäftigt. Soll ich nicht? Habe dann ein bisschen reduziert auch schon mal die Räumlichkeiten. Hatte dann noch eine Zwischenmieterin, die mit mir die Räumlichkeiten geteilt hat.
Dann bin ich eines Morgens, das war im Dezember, an die Praxis gekommen und war aber mein Hausschild vorne an der Hauswand war abgefallen. Ja, und dann dachte ich, okay, liebes Universum, danke, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe am gleichen Tag dann noch die Kündigung geschrieben für die Räumlichkeiten und ja, war dann noch ein halbes Jahr, weil ich gewisse Kündigungsfristen dann auch hatte, dann noch drin, reduziert und bin dann so online-technisch durchgestartet. Habe inzwischen dann die Irmgard Anna Bronder Akademie gegründet, nach 30 Jahren mich aus dem öffentlichen Dienst verabschiedet. Und ja, kannst du dir auch vorstellen, wie der ein oder andere gesagt hat bei der Verabschiedung, sie haben immer alle Tassen im Schrank, manche haben es ausgesprochen, manche haben es gedacht, das hat man gespürt. Ja. Aber in mir kam immer verstärkt so der Gedanke auf der einen Seite, die Menschen, die zu mir kommen, die animiere ich dazu, dass es nichts Wichtigeres geht, als ihrem Herzen zu folgen und da hineinzuschauen. Was ist das Potenzial, die Kreativität, die Gabe, die Lebensaufgabe, der Seelenplan, wie auch immer man das nennen möchte, was wir mitgebracht haben. Und es gibt nichts Wichtigeres, als dem zu folgen. Das hat man uns hier nur nie beigebracht in unserer Kultur hier. Und ich selbst bin halt noch so zweigleisig gefahren. Das hat irgendwo nicht mehr gepasst. Ich wollte halt einfach auch authentisch sein. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, entweder gebe ich die Räumlichkeiten komplett auf, schließe auch die Praxis und mache jetzt nur noch öffentlicher Dienst bis zur Rente. Ich hätte ja nicht mehr viele Jahre gehabt. Ein paar Jährchen hätte ich in Frührente gehen können. Oder aber ich setze jetzt alles dran, dass ich den Laden so ins Laufen bringe, dass ich ein stabiles, sicheres Einkommen habe, um dann wirklich auch zu kündigen. Und für Letzteres habe ich mich entschieden, weil da kam auch immer so eine Stimme in mir auf, die mich gefragt hat. Das war einfach da, wenn ich so weitermache wie bisher und blicke dann mal auf mein Leben zurück, wenn irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen ist, wieder zu gehen. Da kam ganz klar die Botschaft, wenn ich jetzt nicht meinem Herzen folge, das würde ich mir nie verzeihen. Und ich wollte vor allem, weil ich sehr in Mangelprägungen im Hinblick auf Geld auch immer war und das natürlich auch gemerkt habe, wie ich das natürlich den Kindern, ob ich das wollte oder nicht, aber die haben das ja übernommen, unbewusst mitgegeben habe und auch daran wollte ich etwas verändern. Und das geht natürlich nur bei Kindern, gerade im pubertären Alter, da heißt es einfach nur vormachen, nachmachen. Ja. Da geht es immer darum, denen eine Predigt zu halten, folge deinem Herzen. Die sagen dir, hey, du machst ja selbst das nicht so. Ja? Ja. Das waren zwei Faktoren und es war auch so eine Stimme in mir, die mir gesagt hat, wenn du weiter so dahin krebst, kommt irgendwann auch noch der Krebs. Und ich bin zwar der Auffassung, das sind alles Botschaften der Seele, es ist alles heilbar. Ich hatte einige Disharmonien, sprich Krankheitssymptome schon, aber mit dieser Disharmonie wollte ich mich dann nicht wirklich noch auseinandersetzen. Und das hat mir so ein bisschen den Tritt in den Hintern gegeben, wirklich in diese Richtung zu gehen und alles damit eben zu verändern. Ja, inzwischen sogar den Wohnsitz in Deutschland aufgegeben, habe einen Wohnsitz in Zypern. Wobei wir aber auch nicht das ganze Jahr in Zypern sind, sondern wir halten uns im Prinzip da auf, wo es uns gerade gefällt, überwiegend in warmen Ländern. Ich frage halt immer, wer kommt mit? Kinder sind ja inzwischen erwachsen, 19 und 21. Dezember waren wir in der Karibik unterwegs, da waren natürlich beide mit. Oh ja, gutes gesehen, das ist so schön. Genau. Ansonsten frage ich halt, wir sind jetzt auch gerade aus Zypern zurückgekommen, unsere Tochter war mit dabei, es geht jetzt auch nochmal zurück nach Zypern, dann geht es weiter nach Bali, da sind nochmal beide mit dabei und ja, das ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Genau. Und das ist natürlich auch das Geradlinige, wenn du deinen Kunden das natürlich sagst, ne? Folge deinem Herzen und höre auf die Botschaften deiner Seele, dass du es auch selber lebst. Ne? Das ist ja ein logische Schlussfolgerung. Und ich glaube, seit du das so machst, merkst du ja auch gesundheitlich, dass es dir nicht viel, viel, also dass ich da richtig einen Switch gemacht hat. Ja, dass, natürlich. Indem du deiner Seele folgst, auch da die Probleme weg sind, ne? Ja, natürlich, natürlich. Man hüpft morgens aus dem Bett und freut sich auf den neuen Tag. Ganz klar. Natürlich läuft nicht immer alles zu 1000% glatt, auch bei mir nicht. Das wäre nicht die Wahrheit, wenn ich das sagen würde. Aber
Das sind immer so die Herausforderungen im Leben, die das Salz in der Suppe sind, sag ich mal. Und je mehr man gelernt hat und sich angeeignet hat, spielerisch mit diesen Herausforderungen, diese Herausforderungen anzunehmen und zu denken, okay, ist ja interessant, was für eine Lektion ich jetzt hier gerade lernen darf, umso einfacher wird es. Irmgard, ich hatte in der Gruppe schon vorab gefragt, welche Fragen an dich sind. Und da war die meist, also die Frage, die ganz oben stand, wie finde ich denn heraus, was mein Seelenplan ist? Und auch das Zweite, was ist überhaupt ein Seelenplan? Was ist ein Seelenplan? Fangen wir mal damit an. Also ich bin der Auffassung, dass jeder von uns ist ja ein Teil des Ganzen. Also es ist alles ja eine ganze große Energie. Jeder von uns ist ein Teil des Ganzen. Jeder von uns ist im Kern, im Grunde genommen ein unendlich großes Wesen, das in diesem fürs bloße Auge sichtbaren Körper lebt. Aber wir haben ja viel mehr als unseren physischen Körper. Wir haben ja darüber hinaus auch viele feinstoffliche Körper, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Und alles ist eine große Energie. Und so steckt ja in jedem von uns dieser, ich nenne es jetzt mal, und das ist ohne religiöse Behaftung gemeint, dieser göttliche Kern, den trägt ja jeder von uns in sich. Und ich bin auch der Auffassung, ich bin religiös erzogen worden, katholisch erzogen worden, bin aber recht früh aus der Kirche ausgetreten, weil ich so instinktiv aufgrund verschiedener Gegebenheiten als Kind schon gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht in diesem System. Ja. Ohne jetzt da näher drauf einzugehen. Und so bin ich dann auch recht früh aus der Kirche ausgetreten, gehöre keiner Religionsgemeinschaft mehr an, aber trotzdem ist man ja irgendwo so ein bisschen auf der Suche. Und so bin ich für mich auf, oder habe so für mich diese Wahrheit gefunden, es gibt nur eine Religion, Religio heißt ja auch Rückverbindung, Religio, Rückverbindung an alles, was ist. Und so gibt es für mich nur eine Religion, das ist die Religion der Liebe. Und ich bin der Auffassung, wir kommen alle aus dem Licht und aus der Liebe und alles, was hier von Menschenhand entstanden ist an Religionen, ist alles von Menschenhand, wie ich es eben gesagt habe, auch entstanden und kreiert worden. Und unsere Seele, also wenn wir auch uns die Weltkulturen angucken, alle Weltkulturen bezeichnen das Thema Menschsein aus drei Komponenten, aus Körper plus Geist plus Seele. Und unsere Seele hat sich, so stelle ich mir das ganz simpel und einfach vor, ja irgendwann mal so von oben herabgeschaut und geguckt, in welche Familie passe ich da rein, wo kann ich inkarnieren und wollte hier auch Erfahrungen machen. Und hat so einen unsichtbaren Rucksack mitgebracht, um gewisse Erfahrungen zu machen, die wir natürlich, wenn wir auf unsere Lebensgeschichte zurückblicken, als positiv und als negativ bezeichnen. In unserem menschlichen, dualen Denken. Gewisse Dinge sagen wir, wow, das ist ganz toll. Und bei anderen Dingen sagen wir, naja, hätte ich darauf verzichten können. Auf diese Begebenheiten hätte ich darauf verzichten können. Die gab es in meinem Leben auch ganz, ganz viel, habe ich ja eben eingangs schon erwähnt, im Hinblick auf Depressionen und solche Dinge, auch in der Kinderstube und, und. Nur unsere Seele, die bewertet das nicht. Die Seele möchte Erfahrungen machen und für die Seele ist alles auf eine gewisse Art und Weise gleichgültig. Es hat alles seine gleiche Gültigkeit. Und mit diesem unsichtbaren Rucksack, wo unsere Lebensaufgabe drin ist, haben wir dann irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt und wollten die Welt hier entdecken, wollten die Welt erobern. Es war alles für uns möglich als Kind und wollten unsere Gaben entwickeln, unser Potenzial leben, unsere Kreativität zum Ausdruck bringen. Das ist dann die gut gemeinte Erziehung, das Elternhaus, die Umgebung, und das ist jetzt keine Elternschelte, die wussten es ja auch nicht besser, ganz viele Schleier über uns gelegt haben. Und so haben wir vergessen, was denn überhaupt unser Seelenplan ist und haben dann erstmal angefangen, ganz viele Erfahrungen zu machen in dem System, in dem wir reingepresst worden sind. Und das bezeichne ich als Seelenaufgabe, als Lebensaufgabe. Wie erkenne ich meine Lebensaufgabe?
indem ich im Prinzip mir die Frage stelle, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, also mir meine Lebensgeschichte auch mal angucke, was sind die Dinge, die mich ausmachen, die mir sehr viel Freude machen, die ich gerne mache, wo ich Raum und Zeit vergesse, die mir Energie schenken, statt mir Energie zu rauben. Und natürlich auch, wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich großen Herausforderungen begegnet bin, die ich aber auf meine eigene Art und Weise gemeistert habe. Und das sind so die Dinge, die wir selbst, wenn wir es nicht gelernt haben, gar nicht sehen. Wir sind ja nicht dazu animiert worden, unsere Einzigartigkeit und wie wir unser Leben so wuppen, dafür uns anzuerkennen, was für einzigartige, wunderbare Persönlichkeiten jeder einzelne von uns ist. Sondern unser Selbstbewusstsein, unser Selbstvertrauen, die Liebe zu uns selbst, die Selbstanerkennung. Das hat ja alles ganz viel gebröckelt aufgrund verschiedener Gegebenheiten. Und deshalb fällt es so schwer, auch selbst Antworten auf die Fragen zu finden. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Was sind die Dinge, die mich ausmachen? Oder wenn man mal ansatzweise sich selbst hinhockt und geht damit sich selbst ins Brainstorming, fehlt einem nichtsdestotrotz ja selbst auch noch die Anleitung, wie kann ich damit mich denn jetzt am Markt positionieren und damit sogar Geld verdienen, sprich meinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Ja, das ist eine wunderbare Frage. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Ist wunderbar. Auf der anderen Seite ist sie nicht einfach zu beantworten, wenn man das erste Mal das hört. Und ich glaube, das ist auch so der Seelenplan, was, wenn man oft hört, werde wieder zu dem Menschen, der du ursprünglich gedacht warst. Ja. Ne? Also man ist ja als Kind, ist man ja einfach, wie man ist. Ja? Bevor man dann hört, sei nicht so laut oder sei nicht dies und das und jenes, gut gemeint. Aber wie du schon gesagt hast, dann werden wir konditioniert. Und genau. Gerade vielleicht die ganz Jungen haben oft das Glück, da freier aufzuwachsen. Vielleicht in einem Elternhaus, die da schon anders denken. Aber unsere Generation, also ich glaube, wir sind alle so in die Form gepresst worden, wie du gesagt hast. Und auch jetzt ganz viele. Umso schöner ist es, dass sich immer mehr Menschen jetzt damit beschäftigen, was will ich denn wirklich? Ne? Ja. Eben weg von was dich einschränkt, wo du krank wirst dabei, sondern was macht mich aus, was macht mir Freude und wie kann ich damit jetzt auch noch Geld verdienen? Also woher weiß ich, wenn ich jetzt weiß, was will ich wirklich, wie mache ich dann daraus meinen Seelenberuf oder mein Business, mein Herzensbusiness? Ja, gleich noch ein kleiner Hinweis zum Thema Krankheit, weil du das angesprochen hast, sind ja auch Dinge, die mich viel begleitet haben auf unterschiedlichste Art und Weise. Unsere Seele ist da sehr kreativ, die schickt uns schon immer Botschaften. Erstmal so durch die leise Sprache der Gefühle. Unsere Seele kommuniziert im Prinzip über Gefühle mit uns, schickt uns in der Richtung Botschaften, aber auch da haben wir es nicht gelernt, diese Botschaften wahrzunehmen. Wir sind im Grunde genommen Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken. Und je mehr wir dann diese Gefühle unterdrücken und nicht auf unser Herz oder auf unsere Seele, gleich welchen Namen man dieser Instanz auch geben möchte, je mehr wir die missachten und töricht auf einem anderen Weg unterwegs sind, auf dem Holzweg, umso kreativer wird die Seele und nimmt sich dann irgendwann den Körper beiseite. Es gibt da so ein schönes Sprichwort, wo die Seele zu dem Körper sagt, geh du vor, auf mich hört er nicht. Und der Körper sagt zur Seele, okay, ich werde krank werden. Dann muss er auf dich hören. Aber selbst da, in unserer Kultur hier, haben wir es uns angeeignet, selbst wenn wir krank sind, wiederum die Verantwortung abzugeben unter Umständen. Und ich möchte jetzt nicht die pharmazeutische Industrie oder Medizin in Frage stellen. Es ist wunderbar, was wir da inzwischen an Techniken haben, wenn ich mir ein Bein breche, was die da alles machen, dass da der Knochen nochmal zusammenhält und. Ich sehe es mehr als Feuerwehr. Aber das sind alles Hinweise, wo die Seele mit dem Körper zusammen sehr kreativ ist und uns Botschaften schickt.
simples Beispiel, Schnupfen. Ich habe die Nase voll. Der Volksmund sagt uns das sehr, sehr vieles einfach. Ne? Oder wenn ich Magenschmerzen habe, da liegt mir was im Magen. Oder die meisten Menschen haben inzwischen Rückenschmerzen. Keiner von uns muss mehr Kohlensäcke jeden Tag schleppen, wie das früher mal der Fall war. Und trotzdem haben alle Menschen, gefühlt alle Menschen, Probleme mit Rückenschmerzen. Oder Kopfschmerzen. Ich zerbreche mir den Kopf über etwas. Also das sind alles Hinweise, wo die Seele uns wachrütteln möchte. Hey, schau hierher, du bist nicht wirklich auf deinem Herzensweg unterwegs. Aber das sind Dinge, die wir nicht gelernt haben, das so zu deuten. Und selbst wenn wir dann mal ansatzweise in die Richtung denken und mal ins Brainstorming gehen und mal so uns fragen, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, fehlt es uns an Selbstbewusstsein, an Selbstvertrauen, an Selbstliebe, an Selbstanerkennung, weil wir da ja auch nicht so gestärkt wurden, dass wir dann den Mumm und den Mut haben zu sagen, hey, hier bin ich, ich bin ein Segen für jeden, der mir heute begegnet, ich starte jetzt hier durch und helfe euch hier und rette die Welt überzogen gesagt. Ja? Und das ist das Wertvolle, wenn man da jemanden an Hand hat, der einen da wirklich begleitet. Und das ist bei mir auch mal mit einer Begleitung gestartet. Ich habe das ja auch nicht alles alleine hinbekommen. Ich habe auch die Frage, was haben andere Menschen davon, auch nicht Antworten hier gekriegt und da und Brainstorming und zack, das war's. Ich habe mir da auch Mentoren an meine Seite geholt, die mir dabei geholfen haben. Und vor allem auch daraus dann den Seelenberuf zu kreieren, sprich mich am Markt zu platzieren, das auf ein stabiles Fundament zu stellen, dass da einfach auch Monat für Monat ein stabiles Einkommen reinkommt. Und da gehört nicht nur ein gewisses System, das sich dahinter verbirgt, dazu, sondern ganz, 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 ganz viel Mindset, vor allem auch Geld-Mindset. Weil im Hinblick auf Geld-Mindset, da gab es auch Jahre in meinem Leben, wo ich dachte, das kriege ich in dem Leben auch nicht mehr geregelt, weil ich hatte zwar im öffentlichen Dienst noch recht gut verdient, hatte aber trotzdem nie Geld. Also ich hatte immer eine Gabe, Geld zwischen den Fingern mir zerrinnen zu lassen. Geld war nie da irgendwie. Und das sind wichtige Komponenten, die damit eine Rolle spielen. Ne? Mindset im Hinblick auf Selbstvertrauen. Ja. Wer bin ich wirklich? Was kann ich wirklich? Und sich dann da draußen zu zeigen. Genau. Ich meine, wenn du angestellt bist im öffentlichen Dienst, du hast dich ums Geld insofern nicht zu kümmern müssen, keine Sorgen machen müssen. Es kam, es stand dir zu, aber dann für dich einzustehen und zu sagen, ich kann so viel helfen, ich habe so viel Gaben, kann helfen, aber auch dafür dann den Ausgleich zu verlangen, das Geld zu verlangen, ne, diesen Wert, den du schaffst, auch in Geld für dich selbstverständlich. Ne, das ist wir haben in Deutschland oft so dieses irische System, Service darf nichts kosten oder Dienstleistung. Und geil. Ja, und das ist auch so eine Sache von unserem System, wo wir jetzt in Dubai waren. Dort haben die ein ganz anderes Mindset. Service ist dort unheimlich hoch angesiedelt. Die Dienstleistung, ich tue dir was Gutes, ich bringe dir einen Mehrwert, einen Nutzen. Und wir sind ganz, also nicht ego, also ganz selbstbewusst, selbstverständlich selbstbewusst. Nicht so vom Mindset her, ich bringe dir ja nur eine Dienstleistung, ich bin ja nur der, sondern es ist selbstverständlich und dafür auch dieses Geld. Also da hast du einen riesen Unterschied zum Deutschen gemerkt und das ist, ja klar, es ist Denken und das darfst du dann drehen im Kopf. Genau. Als ich mit der mentalen Gesundheitspraxis gestartet bin, mit klassischen Einzelcoachings, ich war teilweise auf der Schiene unterwegs und habe gesagt, gib mir, was du geben möchtest. Ich habe dem Gegenüber vor allem keinen Gefallen getan. Weil ob ich jetzt 25 Euro für eine Stunde bekomme, was wirklich jeder mal so nach dem Motto eine Stunde sich buchen kann, naja, mal gucken, was die mir da erzählt, was die mit mir macht. Oder ob ich 250 oder 2500, nur mal um Betrag zu nennen, dann saugt das Gegenüber ja jede Silbe einem vom Mund ab und setzt das vor allem um. Es war eigentlich unhöflich, so zu agieren.
Aber ich hatte ja das Mindset auch mit dazu. Ich weiß noch, zum ersten Mal, als ich mich getraut hatte, mal pauschal, ich habe dann irgendwann Pauschalpreise auch gemacht, weil ich so 2-3 Stunden etwa gebraucht habe. Pauschal, also für ein Erstgespräch, ne, also kein Erstgespräch in dem Sinne, ein Erstcoaching, wo wir schon mal näher hingeschaut haben. Ich glaube, das waren 300 Euro. Ich weiß noch, als ich die zum ersten Mal bekommen hatte, ich war gar nicht so richtig in der Lage, das Geld anzunehmen. Ich habe mich so unwohl beigefühlt, fast schon schuldig gefühlt, so viel Geld. So schlechtes, ja? Genau. Schlechtes Gefühl, ja. Schlechtes Gefühl gehabt, genau. Und da gilt es einfach auch anzusetzen. Vor allem auch für die Menschen, die zu einem geführt werden, dass die wirklich alles empfangen können und auch alles umsetzen, entsprechend des Energieausgleiches, dass ich ihnen, beziehungsweise als der Selbstständige, je nachdem, was du machst, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, was deine Kunden von dir empfangen können, dass da der Energieausgleich auch entsprechend so angemessen ist oder so, so ausgerichtet ist, dass dein Gegenüber auch wirklich alles aufnimmt, was du ihm sagst, ja, und umsetzt. Und du natürlich dich auch so wohl dabei fühlst, dass auch du alles gibst. Und so ist das eine ganz andere Preisgestaltung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und im Hinblick auf Beruf, Seelenberuf, in dem Wort Beruf steckt ja schon Ruf drin. Und das heißt ja eigentlich nichts anderes, Beruf, dem Ruf der Seele zu folgen. Unsere Entwicklung ist in eine andere Richtung gegangen. Ja. Wir sind dazu konditioniert, einen guten Schulabschluss zu machen, ein Studium des Studierens willens oder eine Ausbildung der Ausbildung wegen, damit wir was in der Hand haben, was Sicheres in der Hand haben, Zertifikat, ne? Hier und Diplom und Abschluss. Ich könnte eine ganze Wand kleistern mit Abschlüssen und so. Ja, und dann guckst du mal, mit welchem Beruf du dich arrangieren kannst. Und dann guckst du mal, wie du so halbwegs gut durch dein Leben gehst. Oder diejenigen, die dann vielleicht auch aus Familien kommen, wo Selbstständigkeit schon ein Thema war, oder die so freiheitsliebend sind und da schon von Anfang an ein bisschen im Hinblick auf Selbstständigkeit denken, da gehen wir dann so hin vom Kopf her und überlegen uns, ja, was könnte mir denn jetzt Spaß machen, mit was könnte ich mich dann selbstständig machen? Das sind so die Dinge, die aus dem Kopf heraus entstehen, im Hinblick auf die Selbstständigkeit. Wenn das aber nicht zu 100% das Ding ist, was wirklich dem eigenen Herzen entspricht, dem Seelenplan entspricht, dann ist das Resultat, dass das natürlich auch sehr ruckelig ist mit dieser Selbstständigkeit, sprich, dass man auf keinen grünen Zweig kommt, unabhängig vom Mindset, weil man sich ja da auch eigentlich verbiegt, weil man irgendwo ein Business hat und sich damit ja auch nur arrangiert, ja, oder im Hamsterrad auch gefangen ist. Ja. Zwar die Freiheit hat, sich vielleicht halbwegs, ja, die Zeit frei einzuteilen, aber wenn es nicht zu 100% dem eigenen Seelenplan entspricht, und dann manchmal sind es nur Nuancen, die man hinzufügen darf, und sei es die genaue Positionierung am Markt, weil ich ja, hast du ja auch schon erwähnt, mit so einem Bauchladen unterwegs war. Also ich konnte dir was erzählen über erfüllte Partnerschaft, über die Deutung von Krankheiten, über Wildkräuter, über Selbstversorgung, über Mentaltechniken, Systemstellen, Timeline, keine Ahnung, was auch immer, geistig-energetisches Heilen, wie alles zusammenhängt, Zahngesundheit und tralala und alles, ja. So war ich aufgestellt und so Spaghetti-Prinzip, an die Wand klatschen und mal gucken, wer dabei hängen bleibt. Das funktioniert nicht gut. Und da gibt es wirklich etwas, wo man das Ganze entsprechend des Seelenplanes so zusammenfügen kann, dass es ein wunderbares Ganzes ergibt, wo aber die ganzen Talente und Fähigkeiten, die viele ja haben, vielseitig interessiert sind, und das ist ja auch oftmals die Herausforderung, dass man da nicht etwas auf der Strecke lassen möchte, wo man das zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügt und dann flutscht's. Ja, und das ist ja wie
du hast die einzelnen Puzzleteile gehabt und hast sie dann zu einem großen Bild zusammengefügt. Ja. Und dieses Bild, damit hast du ja auch einen viel größeren Nutzen, einen viel größeren Mehrwert für deine Kunden gestiftet, weil so kleine Kurse, ja, man kauft sich mal dort einen kleinen Kurs und dort einen kleinen Kurs, aber wie du schon gesagt hast, wie viele machen das dann auch? Wie viele setzen es dann um? Oder eben klassischerweise Selbstlernkurse. Ich habe mir da auch schon welche gekauft. Dann bist du an einem Thema, an einem Punkt, wo du sagst, so, wie ist denn das gemeint? Oder hier hätte ich eine Frage dazu. Du hast aber niemanden, den du dann fragen kannst. Ne? Also dann ist das zwar vergleichsweise günstig, bringt dich aber nicht weiter. Oder es bringt dich nur ein Puzzleteil weiter. Und, ne, und auch, wie willst du arbeiten? Die Selbstlernkurse, da bist du ja unsichtbar für deine Kunden. Ne? Der Gedanke dahinter, es läuft automatisch, läuft es aber auch nicht. Und jetzt bist du aber, arbeitest du ja mit deinen Kunden, aber auch natürlich nicht rund um die Uhr. Du bist ja trotzdem frei in deiner Zeiteinteilung. Ja. Allem den Wert, den du schaffst, also das Endergebnis, was deine Kunden sich wünschen, das kannst du ja mit dem großen Bild viel besser und Welten besser erreichen, als wenn das so derjenige sich so einzelne Häppchen rausgreift und das versucht dann selber umzusetzen. Ja. Um es bildlich auszudrücken, ich vergleiche das immer gern mit diesen vielen. Und mein Internet ist ein Segen, es ist auch ein Segen, was es da alles gibt an kostenfreien, auch an kostenfreien Dingen, PDF-Dateien, Webinaren und. Ich vergleiche das immer gerne damit, man sitzt auf einem Boot irgendwo auf dem See und schippert so sternenförmig in der Gegend rum. Da guckt man sich mal ein Webinar an, da kauft man sich mal so einen Selbstlernkurs, da holt man sich mal Impulse, da holt man sich mal Aspekte und da mal was, ne, und schippert da in der Gegend rum. Dabei ist hier das rettende Ufer, wo man eigentlich hin will und da steht die Seele schon und ruft, komm doch hierher. Aber das Navigationssystem, um da hinzukommen, das fehlt. Diese genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und das ist auch im Übrigen, das war auch mit ein großer Faktor, was mich nicht zufriedengestellt hat, diese Einzelsessions, die ich gemacht habe. Ich wollte kein Kundenbindungsprogramm und von vornherein schon sagen, okay, wenn du zu mir kommst, du musst 10 Sitzungen in Anspruch nehmen, weil dann hätte ich ja allein die erste Sitzung in Frage gestellt. Meine mentale Ausrichtung war immer, wenn jemand zu mir kommt, das Größtmögliche zu erreichen in dem Zeitrahmen, den wir uns gesteckt haben. Sei es ein Tagescoaching oder ein 3-Stunden-Coaching. Und dann habe ich aber immer wieder festgestellt, wir haben so eine Zwiebelschale mal gelöst, aber um wirklich an den Kern zu kommen, wie wenn ich an den Kern von einer Zwiebel kommen möchte, da gibt es immer Schalen, die es abzuwettern gilt. Und dann geht die ein oder andere Schale mal ganz leicht, dann gehen mal 2 zusammen, dann wird es mal ein bisschen schwieriger. Letzten Endes wollen wir ja entdecken, was hier in uns drin ist. Und das ist nicht mitgetan mit 1 oder 2 oder 3 Stunden Coaching. Und das hat mich so unzufrieden gestellt, zu sehen, wie die Menschen dann zwar aus der Praxis raus sind mit Flügeln und total glücklich, aber dann wieder zurückgekommen sind ins Alltagsgeschehen und nach ein paar Tagen, nach einer gewissen Zeit, manche nach ein paar Wochen, manchmal auch erst nach ein paar Monaten, wieder in irgendwelchen alten Mustern und Paradigmen sich wiedergefunden haben. Und da habe ich einfach überlegt, was kann ich daran drehen, wie kann ich das ändern, dass ich jemanden wirklich da abhole, wo er jetzt steht, sei es, dass er einfach nur wissen will, was seinem Seelenplan entspricht und daraus den Seelenberuf entwickeln möchte, oder dass er schon nebenbei selbstständig ist, das aber nicht so rund läuft, mit dem Bauchladen unterwegs ist oder auch nur ein Ding hat, aber keine Kunden anzieht. Ja, dass ich also jemanden, der den Weg zu mir findet, da abhole, wo er steht. Dass wir gemeinsam den ersten Schritt überhaupt mal herausfinden, was genau entspricht deinem Seelenplan. Und da habe ich nicht etwa eine Glaskugel, in die ich reingucke oder lege die Karten, sondern da habe ich ein System entwickelt, da brauchen wir 28 Tage zu. Nach 28 Tagen hat derjenige seinen Seelenplan schriftlich in der Tasche. Und dann fangen wir an, für diejenigen, die möchten, den Seelenberuf daraus zu kreieren. Am Markt zu platzieren, das alles auf ein stabiles Fundament zu setzen, arbeiten viel mit Mindset, natürlich auch mit dem Geld-Mindset. Technik und marketingtechnischen Dinge spielen natürlich auch mit einer Rolle dann inzwischen.
Ja, und dann geht es ins Geld verdienen. Ja. Da ist immer so viel mehr möglich als das, was man sich vorher einfach vorstellt. Ja. Ne? Und klar, sowas, es ist vielleicht hier auch der eine oder andere Zuschauer, der denkt, ich gucke mir das Interview an und dann macht es Blog und ich habe meinen Seelenplan. Sicherlich, wenn wir lernen, auf uns selber zu hören, kommen da die richtigen Impulse. Aber so richtig nachhaltig, wie du das sagst, dass ich nachhaltig Erfolg habe, dass ich das nicht nur anteaser und antipse und dann bin ich wieder in meinem Umfeld und bin da wieder in den alten Mustern drin. Das braucht Zeit. Das braucht einfach Zeit, diese, wie du gesagt hast, die ganzen Schleier, die auf uns gelegt werden durch die Erziehung und was es alles ist, da wieder zwiebelschalenmäßig abzunehmen und da die Klarheit reinzubringen. Ja. Deshalb ist mein Programm, wo ich die Menschen da von da, wo sie gerade stehen und wenn sie es dahin möchten, wirklich stabile, mehrfach fünfstellige Umsätze im Monat zu machen, da begleite ich ein halbes Jahr. Ja. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte das gerne in 2 Monaten, dann muss ich immer sagen, sorry, da muss ich passen. Ja. Das ist es nicht. Mir geht es darum, wirklich das auf ein stabiles Fundament einfach zu stellen. Ja. Definitiv. Und ich selbst habe auch ganz ehrlich gesagt, ich hätte schon viel früher auch durchstarten können, aber ich dachte, so mit meinen Kongressen, die ich gemacht habe, ich habe viele, viele ja dann beobachtet und hatte ja auch zu vielen Kontakt und habe immer dann geguckt, so wie die das so machen und habe da immer versucht, sowas nachzukopieren. Und das hat natürlich nicht gefruchtet, weil das hat nicht so zu 100% dem entsprochen, was mich einfach ausgemacht hat. Und da könnte ich schon weiter sein, wenn ich früher den Mut gehabt hätte, mir wirklich da Mentoren in der Richtung an meine Seite zu holen, um diese Technik und das Mindset und alles im Hintergrund da auf ein anderes Level zu bringen. Es gehörte zu meinem Weg dazu, ja. Aber so ist die Akademie dann einfach entstanden und das ist das, was mich jetzt inzwischen wirklich erfüllt, weil ich dann einfach die Erfolge sehe des Gegenübers, wunderbare Entwicklungen, strahlende Augen und schön. Das ist das, was mir dann einfach so so viel Freude bereitet, morgens dann auch aus dem Bett zu hüpfen und tagtäglich da Menschen zu begleiten und gleichzeitig ein freies Leben zu führen und mir meine Zeit frei einzuteilen, so wie es zu mir passt, wie es zu meinem Mann passt, wie es zu der Familie passt. Und letzten Endes steht das ja auch unter dem Tenor, wenn du deinen Seelenplan lebst, hat das ja was mit dem Thema Selbstverwirklichung zu tun. Im Sinne von Selbstverwirklichung steckt das Wort drin, ich wirke. Ja. Man empfindet das ja auch dann nicht mehr als Arbeit. Ja? Also früher Stadtwerke, wo ich herkomme, wenn ich da abends um 19 Uhr hätte sollen, hier vorm Bildschirm hocken und keine Ahnung was machen, hätte ich gesagt, ey, was ist los? Ne? Nein, ich habe jetzt Feierabend. Und das solche Dinge. Man kann das hier jetzt ja auch als Arbeit deklarieren. Man kann aber auch sagen, es macht mir total Freude. Also das ist damit gemeint im Sinne von, ich wirke. Ja? Du bist im Flug. Und trotzdem die Freiheit zu haben, Mittwoch ist Auszeittag, also mein Mann und ich, wir haben regelmäßig einmal im Monat einen kompletten Tag, Auszeittag, wo wir in eine Therme gehen, es uns gut gehen lassen und Handy bleibt aus und nichts sonst läuft. Und wenn wir wollen, können wir da auch mehrere Tage da einfügen. Das ist einfach herrlich und das ist das Leben. Das ist wirklich das Leben. Dafür sind wir hergekommen, um das Leben zu genießen und nicht um uns diesen Glauben setzen, bis wir wieder gehen, hinzugeben, das Leben ist eine harte Schule, ich muss viel arbeiten, um Geld zu verdienen. Geld zu verdienen ist hartes Brot und keine Ahnung, was da alles da. Ja. Hey, das Geld ist da, das Geld ist da. Wer druckt denn das Geld? Letzten Endes wir selbst doch. Natürlich nicht zu Hause, aber letzten Endes gibt es eine Instanz, die das Geld hier ja druckt und Geld ist im Prinzip nichts anderes als bedrucktes Papier, zu dem wir aber ein ganz schlechtes Mindset haben. Und es ist ja auch der Spruch, du machst es schwer oder wir machen es uns schwer. Wir machen es uns schwer, das muss man sich ja auch mal, es macht ja nicht, ne? Viele sagen ja, dass das Außen ist alles schuld und schwer. Wir machen es uns selber oft schwer, weil wir denken, so muss es sein oder
Arbeit muss hart sein und das ist so. Ne? Und genau, wir haben so einen Tunnelblick und glauben, es ist nichts anderes möglich jetzt. Dabei, schlechte Nachricht, vielleicht eine provozierende Nachricht, je nachdem, wo du gerade stehst. Jeder von uns hat sich die Situation, wo er jetzt gerade steht, selbst erschaffen. Denn jeder von uns erschafft sich seine Lebenswirklichkeit selbst mit seinen eigenen Gedanken. Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind eine Form von Energie, die wir ans Universum raussenden. Das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und da docken entsprechende Energien an, um es mal so auszudrücken. Und so erschafft jeder von uns sich seine Lebenswirklichkeit selbst. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, vor vielen Jahren, habe ich natürlich auch geschluckt. Wäre demjenigen am liebsten an die Gurgel gegangen, hätte gesagt, das, was ich gerade hier, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, erschaffen habe, das soll ich mir selbst erschaffen haben. Nee, nie im Leben. Aber das Gute dabei ist, wenn ich mir die Situationen, so wie ich sie bislang vorfinde, selbst erschaffen habe und das erkenne und mal erkenne, wie wir Menschen wirklich ticken und mal ein System habe, wie ich, das ist ein 4-Schritte-Programm, das ist auch etwas, was diejenigen, die bei mir im Programm die ersten 4 Wochen mit dem Entdecken des Seelenplanes auch direkt lernen, ein 4-Schritte-Programm, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit bewusst so erschaffen, wie es uns selbst entspricht. Bislang haben wir es auf unbewusste Art und Weise gemacht und haben viele Dinge im Leben vorgefunden, wo wir gesagt haben, das will ich doch alles nicht, weil im Unbewussten, wie beim Computer Viren aktiv waren, die uns so und so haben reagieren lassen. Wir haben nicht aus dem Herzen raus agiert. Und dann geht es darum, so zu agieren und diese mentale Gedankenausrichtung ins Feld zu senden, dass das Universum da auch sagt, dein Wunsch ist mir Befehl und wir uns so unsere Lebenswirklichkeit im Außen so erschaffen können, wie wir selbst es wirklich aus ganzem Herzen möchten. Und das ist jederzeit möglich, es ist immer eine Wahl. Und egal, wo du jetzt stehst, du kannst jetzt in diesem Moment wählen, okay, das war jetzt gestern, jetzt geht es ab sofort in eine andere Richtung. Diese Erkenntnis ist immer erstmal harter Tobak, aber ja. Die Erkenntnis switcht zu vieles. Ne? Dass man wirklich diese Eigenverantwortung wieder gewinnt, die man ja hat und die aber die meisten fast abgegeben haben irgendwann im Laufe des Lebens. Ne? Ja, genau. Ich habe da ganz viel Rückenstärkung bekommen oder wahrgenommen, wenn wir so unterwegs waren, im Urlaub oder so, wo ich so oft gemerkt habe oder beobachtet habe, guck mal, wie das Universum da agiert. Sei es, dass wir irgendwo unterwegs waren, mir fällt gerade eine Situation ein mit den Kindern, die waren dann noch ein bisschen kleiner, in London, wo wir abends spät vom Flughafen in die Stadt gekommen sind und auf der Suche nach einem Hotel waren und noch die allerletzte U-Bahn bekommen hatten. Sogar ohne Ticket da noch einsteigen durften, weil die Schaffner gesagt haben, sie haben keine Zeit mehr, jetzt Ticket, steigen sie einfach ein mit Kindern und so. Und wo wir ansonsten da irgendwo gestanden hätten und geguckt hätten, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Oder dass wir irgendwo in Städten unterwegs waren, auch London Beispiel, wir sind ja so ein bisschen vegan angehaucht, wo ich im Grunde genommen ein ganz spezielles veganes Lokal eigentlich aufsuchen wollte. Es war mir aber zu stressig dann irgendwann, wir sind da ein bisschen in der Gegend rumgelaufen. Und dann habe ich gedacht, komm, bevor ich jetzt die ganze Familie da stresse und unbedingt dieses Lokal finden muss, habe ich einfach den Plan, da gab es noch keinen Google Maps oder so, in die Tasche gesteckt und sind einfach losgelaufen, so der Nase nach, das mal so auszudrücken, kommen um die Ecke und stehen vor diesem Lokal. Und so habe ich einfach, könnte ich jetzt tausende von Beispielen hier nennen, gemerkt, wie wir vom Universum gelenkt werden, wenn wir uns denn lenken lassen. Ja. Und das gilt auch mal umzuswitchen und den Mut zu haben, auch sich in den anderen Bereichen lenken zu lassen. Ja. Jeder kennt auch so das klassische Beispiel, auf Fingerschnitten Parkplatz irgendwo zu bestellen. Das haben bestimmt schon so viele von euch hier auch gemacht. Und genauso kann man sich alles andere auch bestellen. Man darf nur wieder spielerisch da rangehen, mit Freude und mit Leichtigkeit und mit Spaß. Und wenn es nicht direkt geliefert wird,
wie beim Parkplatz. Wenn ich mir zu Hause den Parkplatz bestellt habe und kommt da hin und ist keiner frei, dann drehe ich eine Runde und dann sehe ich plötzlich irgendwo, fährt jemand raus und ich habe meinen Parkplatz, habe vielleicht ein, zwei Runden gedreht, aber der Parkplatz ist da. Das sind so die Dinge, wo ich dann auch oftmals denke, es ist interessant, wie der Mann da jetzt rauskommt, geht an sein Auto. Ich fahre da gerade vor und er macht mir die Parklücke frei. Ja. Ich stelle mir das immer so vor, wie da oben auch welche das so alles so lenken, dass das immer so funktioniert. Und so funktioniert letzten Endes das ganze Leben. Ja, und wenn du in der Leichtigkeit bist und nicht aus dem Kampf rausgehst und aus diesem verbiesterten, ich will aber doch, ne, Fußaufstand, sondern dann in die wirklich das, ja, dein Wunsch abgibst und dann auch in die Leichtigkeit gehst und dann ist so vieles leichter. Es ist einfach, es wird nie, wie du auch sagst, ne, jeder hat seine Herausforderungen, es wird nie alles immer perfekt sein, wäre ja auch irgendwo langweilig. aber wie man damit umgeht oder eben auch Dinge, wo bestimmt manche sagen, aber alles ist ja, erschaffe ich mir ja nicht selber, es gibt ja Dinge von außen. Ja, aber dann ist immer noch die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Genau, genau. Es steht bei niemandem zu Hause in der Küche jemand mit der Pistole, du machst das jetzt so. Genau. Geh ich mal von aus. Also mir ist noch niemand begegnet, der zu Hause jemanden hat, der jemandem die Pistole an den Kopf setzt und sagt, du machst das jetzt so, du hast keine andere Wahl, sonst erschieße ich dich, so nach dem Motto. Ja? Sondern auf eine unbewusste Art und Weise oder teilweise auf eine bewusste Art und Weise, wir treffen aufgrund den Dingen, die wir glauben, die Entscheidungen entsprechend. Ja. Und um diese Botschaften, was ich eben so spielerisch gesagt habe, mit Parkplatz bestellen oder mit dem Restaurant oder mit der U-Bahn da in London, da dürfen wir uns drin üben, präsent zu sein. Mhm. Präsent zu sein im Hier und im Jetzt, was wir ja meist nicht sind. Wir sind ja immer entweder oder viel entweder unterwegs in der Vergangenheit, knüpfen an alte Geschichten, an alten Kram an, die vorbei sind. Und dadurch, dass wir da andocken, erschaffen wir uns damit unsere Lebenswirklichkeit, also die Zukunft, da wo wir leben. Es steigt keiner von uns ins Auto ein und will von A nach B fahren und guckt in den Rückspiegel, weil er dann ganz schnell irgendwo an der Mauer hängt. Wir gucken allenfalls in den Rückspiegel, um zu schauen, ist der Weg frei, um zu überholen. Wir schauen nach vorne und wir sehen ja auch nie den ganzen Weg, wenn wir von A nach B fahren, vom Ziel, sondern wir fahren immer so weit, wie wir sehen, bis wir am Ziel sind. Und so ist das auch mit dem Leben. Oder wir knüpfen an die Zukunft schon an aufgrund von vergangenen Dingen und ahlen uns in Existenzängsten, Szenarien im Kopf. Was ist, wenn? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn das ist? Was ist, wenn das ist? Machen uns Gedanken um viele ungelegte Eier. Wie viele von den Dingen, wo wir uns gedacht haben, das ist ein Riesenproblem, sind denn wirklich in unser Leben getreten? Also das wenig, ja. Oder wir haben so dran geglaubt, dass wir es ins Leben gezogen haben. Sorgen sind ja wie wenn du beim Sonnenschein mit einem Regenschirm durch die Gegend läufst, weil es könnte ja regnen. Könnte ja ein Tropfen runterkommen, genau. Und das Universum schickt uns immer die Botschaften, die prallen nur an uns ab, weil wir nicht präsent im Hier und im Jetzt sind, weil wir im Gestern leben oder eben mit dem Morgen schon beschäftigt sind. Das ist so, wie wenn der Briefträger mir einen Brief bringt und ich bin jetzt zu Hause und dann wirft er ihn in den Briefkasten. Dann liegt es an mir, den Brief aus dem Briefkasten rauszuholen. Und so ist das mit dem, sich darin zu üben, präsent zu sein im Hier und im Jetzt, um die Botschaften des Universums nicht irgendwo an sich vorbei flattern zu lassen, vorbeirauschen zu lassen, sondern zu erkennen, ist ja interessant. Und wir haben ein wohlwollendes Universum an unserer Seite. Das Leben meint es gut mit uns. Wir sind hierher gekommen, um wirklich unser Leben zu leben. Das Leben, das Universum möchte eigentlich hier freudvolle Menschen haben, die Spaß am Leben haben, die auch einen Mehrwert schaffen für die Welt, für andere Menschen, für Projekte. Keine Ahnung, es gibt so viele Herausforderungen, wo
da jeder von uns ja ein Teil des Ganzen ist, jeder auch irgendwo ein Problem lösen kann, ein Problemlöser sein kann. Mhm. Und das läuft einfach nochmal unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Mhm. Auch du hast Dinge in deinem Leben, wo du einen Schritt weiter bist als viele Menschen da draußen. Ja. Und das ist dein Ding, sobald du dich da draußen zeigst, mhm. den Menschen, die genau zu dir passen, bist du ein Problemlöser für die, bist du ein Segen für diese Welt. Ja. Jeder von uns ist ein Geschenk für diese Welt. Wir dürfen es nur annehmen, anerkennen, erkennen und unser Ding machen. Und ja. Und vor allem, wenn du jemanden fragst, jeder will den Weltfrieden haben, jeder will hier eine friedliche Welt haben, wo fängt das denn an? Wenn wir uns mal vorstellen, jeder von uns entdeckt seinen Seelenplan, kreiert daraus seinen Seelenberuf, macht sein Ding. Ja. Gäbe es denn irgendeine Instanz da draußen, die irgendjemanden dazu anzetteln könnte, Gewalt gegen jemand anderen zu haben? Wir hätten den Weltfrieden. Der fängt hier bei jedem von uns an. Und ich sehe es auch immer, auch im Kleinen kannst du es schon sehen, ich sehe es auch immer in der Familie, wenn da junge Frauen sich schon mit solchen Themen beschäftigen, wie viel anders wachsen die Kinder auf? Ne? Welchen Mist oder welchen Gedankenmüll gibt man seinen Kindern weiter, weil man sich besser weiß? Und ja. Das ist so ein Geschenk. Nicht nur die Person, die jetzt sagt, ich will das jetzt für mich ändern, keineswegs ist die egoistisch, was du jetzt hast und womöglich noch Geld ausgeben dafür, weil du dich selber finden willst. Nein, es zieht ja Kreise. Die Person... Natürlich. Ne, die ändert ja sich und dadurch ändert sich das Familienleben. Dadurch kommt da mehr Frieden rein und Ruhe und Gesundheit. Also das zieht Kreise, ne? Wie du natürlich, hast. Die Familie wird gerettet. Warum streiten denn Paare sich letzten Endes? Weil jeder mit sich unzufrieden ist. Weil jeder zum großen Teil Dinge macht, die nicht dem Herzen entsprechen. Weil man morgens aus dem Haus geht und macht irgendwelche Dinge, die einem mehr Energie rauben, also einem bringen, also je unzufriedener wird man, mal abgesehen davon, dass man auch damit nicht das Geld in sein Leben ziehen kann, um sich das Leben so zu gestalten, wie man es wirklich will. Und das führt dann letzten Endes zu dieser Frust, zu dieser Frustration und dann fängt man Streit mit dem Partner an, ob man das will oder nicht. So, und so gehen dann viele Partnerschaften, Ehen und Familien ja auch auseinander. Ja. Ja, Geld ist ja auch ein riesen Streitthema oder ein Riesenpunkt, wo es knirscht in vielen Familien. Ja, genau. Ja, genau. Also ich könnte mit dir noch ewig sprechen, Irmgard, aber ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon bei einer Stunde. Echt? Oh, gefühlte 10 Minuten. Es ist ja noch eine Frage, Anfang nicht geschafft, es gibt eine Aufzeichnung, die kommt. Also genau, das steht jetzt hier in der Gruppe drin. Das bleibt, kann man nochmal von Anfang nachschauen. Und auch wer es im Nachgang noch anhört und noch Fragen dazu hat, die Irmgard ist in der Gruppe, gerne in die Kommentare rein, dann kannst du das beantworten. Und dann hast du ja noch ein Special-Angebot mir gemacht. Genau. Ja. Darf ich es verraten oder verrätst du es? Du darfst verraten. Ja, ich habe mir überlegt, weil das ja doch so ein komplexes Thema ist, gewisse Dinge konnten wir hier anreißen. Für diejenigen von euch, wenn du Interesse hast, lass uns da gerne auch mal so 30, 45 Minuten über deine Situation sprechen. Ich nehme ja da gerne Zeit für dich, um an das Gespräch hier jetzt anzuknüpfen. Und es gibt dazu einen Fragebogen, wo ich dich schon mal im Vorfeld so ein paar Fragen dir stelle. Da kannst du dich gerne eintragen. Die Sabine verlinkt das nachher hier unter dem Video, gehe ich mal von aus. Und dann ruft jemand aus meinem Team dich an und verabredet einen Termin und ich nehme da gerne so 30, 45 Minuten Zeit. Und da schauen wir mal uns ganz genau deine Situation an, wo du individuell auf dich abgestimmt dann von mir weitere Impulse bekommst. Das ist so mein Geschenk für dich, für dein Interesse, für dein Dabeisein hier bei der Sabine in unserem Interview hier. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ja dass du dir die Zeit nimmst, ne, für ein Einzelgespräch, weil das ist ja deine Zeit, ne, ist ja sonst, das ist ja an sich ein Kostenpunkt, ne? Aber hier in diesem Falle bietest du einfach deine Zeit einfach so an.
Ganz lieben Dank. Ich verlinke es dann gleich unten drunter. Die Fragen sind wichtig, damit die Irmgard sich auf dich vorbereiten kann. Natürlich, dass du den größten Nutzen draus ziehst, weil es soll ja einen Sinn haben. Genau. Genau. Mitnehmen davon. Ja, in diesem Sinne, wenn jetzt hier keine aktuelle Frage ist, würde ich sagen, wir belassen es dabei. Und wer sagt, das interessiert mich, bucht euch das, nutzt das, das Angebot von der Irmgard, bucht euch ein Gespräch und dann werdet ihr da wirklich viel noch mehr Klarheit reinbringen. Ich freue mich. Ganz liebe Umarmung. Nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wir sehen uns dann im Einzelgespräch. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Und an euch da draußen einen wunderschönen Abend noch. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss.